Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Assassin's Creed Black Flag. So, wir sind immer noch in der Kontrollstation. So, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Gehen wir mal hier lang. Hallo, guten Tag. Das ist aber unfreundlich. Ich kann nicht mal guten Tag sagen, der Kerl. Ja, das stimmt. Ja. Was macht ihr denn da Schönes? Schaut ihr im Porno oder was macht ihr da? Hallo, geh mal beiseite, ich will auch mal gucken. Hallo. Ich will da auch mal raufgucken. Ah, ich sehe da nix. Wie laufen die Spieltests? Wahnsinn. Wir haben es geschafft, den Stream konstant bei 5 Gigabyte pro Sekunde zu halten. Mit genetischen Erinnerungen? Das ist super. Und das über das normale Breitbandnetzwerk, direkt zu den Leuten nach Hause. Wow, das wird wirklich alles verändern. Ja. So. Was haben wir denn hier? Eine Brille. Sollten auch mal ein bisschen aufräumen, ne? Der Animus. Ist aber nicht unsere Ecke hier, oder? Ist doch nicht unser Büroabteil. Ich glaube, du sollst deinen Job so sehr lieben, dass du ausreichende Das Gebäude Überstunden ist doch machst. unglaublich schön, nicht wahr? Sag das nicht so laut. Ich weiß nicht, ist irgendwie steril. Und ich fühle mich ständig beobachtet. Was sind hier? Zwillinge oder was? Ach nee. Hallo? Man kann die auch nicht ansprechen. Schade, schade. Ah, hier ist schön. Oh, ist aber ein schönes Bild hier von uns, wa? Nice. Was macht ihr hier so? Hallöchen. Das Gebäude ist doch unglaublich schön, nicht wahr? Ich weiß nicht, ist irgendwie steril. Und ich fühle mich ständig beobachtet. Ja, aber der Boden knarzt nicht, es gibt keine Mäuse. Also ich sehe da drauf kein Gebäude. Es sind nicht 30 Grad in dem einen Flügel und 5 im anderen. Die Aufzüge funktionieren? Fühlt sich endlich wie eine Hightech-Firma an. So, oh. Im alten Gebäude war der Kaffee besser. Hier Obst, Bananen, Beeren. Möchte eine Apf an oder einen Ja, Apfel? das stimmt. Toi aussi, t'as eu ce mémo? Je crois pas, non. Tu travailles pas sur Etsy ou Auditory? Non, je suis sur Aveline. Ah ouais? Ben moi, j'ai reçu un mémo me disant d'arrêter mes recherches sur les dernières années d'Etio pour me concentrer uniquement sur les moments où il est en contact avec ses artefacts de Ja. merde. Quelle perte de temps. Na du Hübsche, was machst du hier? So, wo wollen wir jetzt hin? Erstmal den Pfeil nach. Erst wieder, guck mal, erst schon wieder am Hallo. Telefonieren. Weiß noch, wie ich das erste Mal länger als eine Stunde drin war. Auf mich hatte der Animus eine ganz ähnliche Wirkung. Sollte das nochmal passieren, dann sprich doch mal mit Melanie und lass dich zur Not durchchecken. Genau, einfach mal durchchecken lassen von Melanie. Hier, ich will auch mal trinken. Kommen alle am Trinken hier? Gibt's hier nur Wasser? Hätte gern ein Glas Milch. Oh, hier, lecker Pizza. Ist aber bestimmt schon kalt. Was ist das denn da? Oh, Skateboard fahren hier. Das sieht aber auch aus hier. Sollen wir mal aufräumen? Speicher hier. Drück mal E, komm. Okay. Haftnotiz. Haftnotiz Nummer 4 haben wir jetzt eingesammelt.
Im 87. Jahrhundert wurde die Welt zu einem unanständigen Ort, deren wahrer Zweck während der industriellen Revolution Vergessenheit geriet. Okay. Ja, den Rest könnt ihr selber lesen. Einfach Video pausieren. Ich scroll mal runter. Okay, aber interessant. So, speichern natürlich automatisch die Notiz. Haftnotizen, 2 von 20 Stück. Okay. Oh, 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 ein Snack. Mich an einen Snack. Oh, hier geht's auf die Toiletten. Ich glaube, hier war ich schon mal in vorigen Folgen oder so, ne? Kann sein, schon ein bisschen länger her. C'est quoi ces niaiseries d'artefacts? Toi aussi, t'as eu ce mémo? Je crois pas, non. Tu travailles pas sur. Ja, da verstehe ja keiner. Also, ich verstehe es nicht. So, was haben wir hier? Können wir nichts machen? Schön Drucker, Kopierer. Ihr Müll ist auch voll. Verschlossen. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabestufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Der Animus Workstation. Ein und ich führe dich da durch. Sollen wir das wirklich machen? Hier hacken? Na, gibt's Ärger, wenn die uns erwischen. Na komm, wir machen das, komm, egal. Erstmal umgucken. Wo ist denn da wieder eine Notiz? Melde dich an, klar? Ja, hör mal auf zu nerven, ey. Gleich kannst du den Mist alleine machen. Die heutige Abstergo-Templer-Betrüger haben sie. Ja, alles klar. Männer, Frauen. Okay. Schöne Figuren, ne? Cool. Das sind so Leute, ich glaube, die treffen wir auch noch im Spiel. Melde dich an, klar? Ja, ich komme ja schon, du Nervensäge, ey. Muss ich mal ein bisschen umgucken. Ey, Hallöchen, was bist du denn? Muss ich mich denn jetzt anmelden hier? Nee. Wo ist das Problem? Melde dich an. Ja, wo denn? Soll ich mich am Drucker anmelden oder was? Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Ja. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Du hast es. Gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich Meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Hey Dad. Weißt du, es ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe. Weil sie mich irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt. Weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du
Du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch. Und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, heraufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien, ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer, wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast, war ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du, du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Jo. Der hatte so einiges zu erzählen, aber er war echt interessant. Computer gehackt. 1 von 33. Okay. So, wo geht's jetzt hin? Angestellten-Symbol. Zielort. Also hier gleich nebenan. Eingeleitet, okay. Durchgriff auf. So, was kommt jetzt? 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fischer Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig.
Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Ein Team zur Probenahme beschreibt, wie die Überreste von Subjekt zur Nutzung im Sample 17-Projekt eingesammelt wurden. Okay. Ja, das muss ich ja dazu sagen. Die Vorgänger von Assassin's Creed habe ich ja leider nicht gespielt. Das kann natürlich damit einen Zusammenhang haben. Wenn das so ist und ihr wisst da mehr, schreibt mir in den Kommentaren. Also immer her damit. So. Hey, du bist ja besser, als ich gehofft hatte. Und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby. Na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Ja, wir sind ein richtiger Kollegenschwein, also... Aber ich werde jetzt nicht alle Computer jetzt hacken, das werden wir mal in den nächsten Folgen machen. Wir wollen ja auch mal wieder in die Spielewelt eintauchen, um mal wieder, segeln und kapern und plündern und hallo. Hallo, Kuckuck. So, müssen wir denn hin? Ja, ach, hier sind noch einige Computer, die können wir denn auch hacken, wenn wir wollten. Aber ich sage, das mache ich dann später. Angestellten-Symbol, okay. Arbeitsplatz, Haftnotizen. Ach, Haftnotizen, das ist auch ein. Markierung, okay. Und da erstmal die Haftnotiz holen. Da vorne klebt sie auch schon. Du bist echt eine Diva. Geh zum Kurier. Wie Diva, hallo? Nehmen Sie das Kino, das uns wie ein kluger Mann ernst sagt. Okay. Hast du schon mal diesen John gesehen? Den Typen aus der IT? Ja, glaube schon. Er ist total arrogant. Hast du es mal aus und wieder eingeschaltet? Er sagt ja nicht mal ein Problem. Genau. Hier kommen wir nicht durch. Oh, Haftnotiz. Was lächerlich? Was ist denn los, ey? Geh mir nicht auf die Nerven. Nehmen Sie gesättige Fade. Okay. Ja, ne, Video pausieren, könnt ihr selber durchlesen. Ich scroll mal runter. So, wer sitzt denn hier rum? Was hat er denn hier für schöne Sachen hier? Mann, auch schöne Figuren. Nice. Sieht er hübsch aus, ne?